So, Freunde, und letztes Mal sind wir stehen geblieben, nachdem wir Lorelei und Lapras gesehen haben. Und jetzt geht's quasi weiter direkt mal. Und willst du mit mir im Pokémon-Center kämpfen, oder was? Ah, nee, doch nicht. Okay. Anyway, wir bewegen uns jetzt Richtung Prismania City. Gleich, wir gehen mal gleich zum Felstunnel. Lass mich kurz abchecken, was die hier alles so sagen, was in den Herzen liegt. Okay, danke, ciao. Was ist mit dir, my boy? Willst du Zeitschrift? Oder schaust du die aktuellen Falljump-Scans an? Oh my god. Okay, nice. Dann gehen wir mal weiter hier an der Stelle. Und zwar, genau, durch den Fel. Oh, es ist nur Billy Cats. Der will kämpfen? Yes, er will kämpfen. Sieht er auch da oben. Okay, nice. Ja, nicht so langsam. Komm jetzt. Ab und zu versuche ich mein Glück in der Pokémon-Arena, aber ich verliere immer. Kommt vor. Muss mal ein bisschen trainieren auf jeden Fall. Muss mal auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Christoph. Ja, jetzt. So, Chris. Evoli. Ah, Evoli. Ah, das haben die echt geil gemacht. Wenn Evoli und Pikachu mal reinkommt. Aber hier ist jetzt an der Stelle Shilock am Start. Shilock. So, einmal sieht er aus, bitte Shilock. Und dann. Oh, ich kann es echt kaum erwarten. So. Felstunnel gehen wir auf jeden Fall durch heute. Schätze ich, denke ich, hoffe ich in diesem Part. Sicherlich. Oh, Lavandia-Turm. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, Freunde. The Feelings. Die Feelings im Lavandia-Turm. Siedewasser, let's go. Einmal bitte spucken. Wow, okay, ups, viel. Alright. Siedewasser. Dann verbrennt Evoli auch schon hier an der Stelle. Sache ist die, Freunde, ich habe jetzt ein paar Tage nicht zocken können, auf 2-3 Tage. Und es ist immer so, wenn ihr die Parts seht, ich nehme aber an einem Tag so ein paar Parts auf, je nachdem. Und die tue ich dann vorbereiten. Und wenn ich da so eine Frage stelle und so, dann bekommt ihr von mir. Ey, Moment, Pokémon wechseln, Anton, ja. Dann sehe ich auf jeden Fall eure Antwort direkt, aber meine Reaktion in dem Video dann seht ihr erst später, weil das ein paar Parts später kommt. Aber deswegen unterhalten wir uns auf jeden Fall immer in den Kommentaren, damit ihr auf jeden Fall gedeckt seid. Auf jeden Fall echt nice, eure Feedback und alles. Bleibt dran, Freunde. Hilft auf jeden Fall. Und genau. Ja, bis jetzt. Ich hatte heute richtig mal wieder Bock. Ich kam auch wieder zum Zocken, sage ich mal. Deswegen sind wir heute am Start. Pikachu wird es wahrscheinlich gleich umdrehen und uns gruselig anschauen. Oh, Marboy. Keiner weiß. Darauf komme ich immer noch nicht klar. Darauf komme ich immer noch nicht klar. Und ich freue mich schon, Freunde. Ach so, jetzt. Ah, guck mal, jetzt auch so eine Sache. Jetzt so eine Sache. Diesen Part seht ihr. Nee, den seht ihr relativ frisch. Du findest einen Pokémon. Genau, weil ich habe nämlich schon aufgeholt. Heißt. Ja, den werdet ihr relativ frisch sehen, also kann ich eigentlich ein Statement dazu geben. Nämlich, ich werde das folgendermaßen machen, Freunde. Mit den Parts. Am Wochenende werde ich auf jeden Fall 2 Parts hochladen. Ich glaube, das ist ganz angenehm. 2 Parts kommen auf jeden Fall am Wochenende, 1 morgens, 1 abends. Ich denke so 10 Uhr morgens auf jeden Fall. Ich denke, am Wochenende ist es ganz eine schöne Uhrzeit eigentlich. Und abends dann, je nachdem, so 20 Uhr. Ja, so morgens und abends, sage ich mal, am Wochenende einfach. Unter der Woche wird euch auf jeden Fall immer um 12 Uhr mittags ein Part erwarten. Eins auf jeden Fall. Ob abends um 18 Uhr noch ein zweiter Part rauskommt, so 18, 18.30 Uhr, je nachdem, hängt davon ab, was in den anderen Spielen los ist. Beispielsweise jetzt in der Woche, von der ich gerade rede, da kam, glaube ich, Dienstag und Mittwoch kein zweiter Part, weil da in Blazing und Dokkan was los war oder Legends und so etc. Und genau, also merkt euch unter der Woche auf jeden Fall ein Part um 12 Uhr, eventuell 2, am Wochenende immer 2. Und ich denke, so werden wir dann auf jeden Fall das Ganze rocken. Weil die Story will ich auf jeden Fall let's playen. Und nach der Story freue ich mich auf jeden Fall auf die Streams, Freunde. Sei es kämpfen, sei es Fax machen, sei es The Shiny Hunt. Auf Shiny Hunt habe ich richtig Bock. Da bin ich richtig drauf, heiß drauf, Freunde. Weil Shiny Hunt wurde echt angenehm gemacht, vereinfacht. An sich die ganzen Mechaniken wurden echt gut gemacht mit den DVs, IVs etc. etc. Aber da werden wir auf jeden Fall, ja, dann schlauer. Was heißt schlauer? Ich habe mich da auf jeden Fall schlau gelesen und so, wie das geändert haben. Ich finde die Änderung auf jeden Fall insane mit der Fangserie. Beispielsweise bei Shiny Hunt, wenn ihr eine Fangserie von einem Pokémon von 31 habt und dann noch ein Lockerfeam einsetzt und ein Chillerpin, wenn ihr das habt, dann erhöht es die Rate, das Pokémon, mit dem ihr die Fangserie habt, dass es als Shiny auftaucht. Ich glaube, es waren so 0,36, 0,38. Und das Angenehme ist halt, man sieht die Pokémon in der Oberfläche. Heißt, du musst nicht immer in Gras rein. Du kannst auch einfach in ein Haus rein und rein, raus und rein.
Und dann tust du ja die ganzen Pokémon resetten oder du bleibst einfach stehen, läufst ein bisschen rum und das im Endeffekt dadurch, dass wir die Pokémon dann sehen in der Oberfläche, siehst du auch direkt, okay, da ist der Shiny und GG. Also das haben sie wirklich sehr vereinfacht. Und je höher die Fangserie eines Pokémon ist, desto höher werden auch seine Gene. Ich sag immer Gene vorne, ich weiß, warum ich das so angewöhnt, aber ich meine die DV-Werte. Und ab einer Fangserie von 31 hat das Pokémon, also die 31er Fangserie hat, mindestens 4 Gene auf Maximum, also auf sensationell 31 Punkte drauf. Das ist krank, das ist krank. Die Fleißpunkte zu mit den Bonbons zu erlernen, ist auch richtig nice. Ich finde, die Mechaniken haben sie wirklich geil gemacht. Und das, wenn es im Hauptspiel übertragen wird, wird bestimmt übernommen. Das wird im Hauptspiel dann nächstes Jahr ein Game Changer, wirklich. Das ist wirklich gerade am angenehmsten seit allen Editionen, wie die das hier gemacht haben, finde ich. Sei es mit den Shiny, sei es mit dem DV, IV und so fort, mit den Züchten an sich. Ah, warte, der hat's überlebt. Ah, shit, okay, schade. Schade. Alright. Razaf riecht aggressiv, ne? Razaf. Keiner weiß, ich habe mich immer gefragt, was ist Razaf? Was ist ein Razaf? Was ist das? Da habe ich die Pokédex-Eintrag damals gelesen. Ist quasi so eine Mischung aus einem Schwein und einem Affen. Mehr oder weniger, ne? So ein Schweineaffe. Keiner weiß legit, oh miau, wie das da verstorben ist, genau, oder besiegt wurde. Ja, ist schwierig, ne, wenn Pokémon besiegt wird, es steht legit besiegt dran. Aber im Manga war das so, dass die Pokémon verstorben sind. Deswegen, ich finde im Manga, wenn ihr den Pokémon-Manga nicht gelesen habt, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Manga von Pokémon ist richtig geil, richtig geil. Und im Manga orientiert sich an die Spiele. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Ding. Drei Superbälle, okay, oh, jetzt sehen wir mal die Abkürzung, oder was? Warte mal. Lol. Ja, ich kann auch außenrum, aber egal. Ja, schon mach mal das. Wie hin ganz kurz, Freunde, dann gehen wir zum Felstunnel. Oh mein, auf Subliminals. Und genau, auf Subliminal auf jeden Fall nice. Arcani, auf Arcani zu reiten ist auch insane, Freunde. Aber, beispielsweise, in dem Part, wo mich Fukano erschreckt hat, da ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich Fukano an den Professor verschickt habe. Es ist mir erst aufgefallen, nachdem ich es in den Kommentaren geschrieben habe. Ich dachte mir so, what? Ich habe den halt legit direkt verschickt. Keiner weiß, so gefreut, extra mit Premierball gefangen. Ich dachte nämlich, dass er ein Taubsi. Einfach so unterbewusst verschickt. Rest, sag ich. R.I.P. Fukano, mein Freund. Okay, jetzt, Freunde. Felstunnel. Felstunnel war immer so eine Sache. Es ist nämlich hier stockdunkel. Genau, stockfinster. Die Sache ist, damals, rote, blaue, gelbe Edition, da bin ich, also da meine Kumpels, wie gesagt, ihr kennt die Story, die haben das Spiel nie gelesen, einfach durchgerusht. Und ich bin, konnten sicherlich viele von euch, ich konnte blind, was heißt blind, sondern ich konnte ohne Blitz durch den Fels und ich habe die alle da durchgecarried. Ich habe die alle da durchgebracht, weil ich habe mich an den Rändern orientiert, die hat man gesehen, alles andere war stockfinster und die Leiter. Und dann, ich wusste eben auswendig, wie es durch den Felstunnel geht, so, auch so eine kleine Story von mir. Okay, Rizeros, oh my god. Rizeros, my boy. Rizeros, Alter, auf Rizeros kann man sicherlich auch reiten, ganz sicher. Hat mal schön, mein Freund, du weißt, meine Fangkürze sind nicht die besten. Au, einer hat mir gesagt, ja, verschickt, ne? Ich habe das nämlich auch gesehen im Video und einer von euch hat mir gesagt, Shoutout an euch. Dass man Pokémon leichter fangen kann, wenn man den Joystick von unten nach oben wirft. Nintendo, sie haben verkackt, aber es geht halt echt leichter. Statt normal so Fangwurf einfach so machen, von unten nach oben. Ihr habt's gerade gesehen. Erster Versuch war das. Keiner weiß, legit so. Oh, aber Rihorn! Wie aggressiv Rihorn ist. Es hat einen ähnlichen Schrei wie Glurak, habt ihr das gehört? So in etwa. So in etwa, aber auf Rihorn hätte ich jetzt echt Bock. Die Sache ist, ich gehe direkt. Ah ne, ihr müsst nicht mehr im Pokémon Center. Wir haben eine Pokémon Box bei uns direkt. Habt ihr das gemerkt, Freunde? Von unten nach oben. Oh mein Gott. Und apropos eine Sache, jetzt ist echt gut, dass der Part frisch kommt. Also ihr seht erst nach. Und ich habe das einen Tag davor gedreht, sag ich mal. Freunde, gerne. Ich kann gerne Pokémon nach euch nennen. Die Sache ist jedoch, ich erinnere mich nicht dran an die Namen, an die Kommentare oder an eure Namen, sag ich mal, von den Abonnenten, also nicht von jedem. Und deswegen, dass da ein bisschen, ich wollte gerade wieder zurück, dass da ein bisschen fair ist, ist es so eine Sache in den Streams, Freunde. Wenn wir das streamen, liebend gerne. Die Pokémon, die wir fangen, benenne ich nach euch. Kein Thema, alles gut, Freunde. Das machen wir alles, aber das ist mehr so ein Stream-Thema, sag ich mal. Wenn ihr es nicht falsch versteht. Okay. Stumbleguard, Sie können mal raus, BD.
aus Team entfernen. Genau, jetzt will ich Rihorn. Oh la. Jetzt will ich Rihorn aber. Schauen wir uns mal Rihorn hier an der Stelle an. Welches ist netter? Bericht. Forsch. Pfiffig. Spezialinitiative. Okay, Initiative kann auf jeden Fall von mir aus runter. Der andere, okay, der hat ein bisschen. Der hat Verteidigung hoch Spezialangriff runter. Wow, der ist sick. Der ist krank. Verteidigung hoch Spezialangriff runter. Weil Rihorn an sich, der hat zwar mehr WP. Ah, jetzt warte mal, wie sind denn die. Wie sind denn die. Moment, Moment. Aha, aha, okay, ja. Hm. Von der DV her. Wie gesagt, ganz ehrlich, Freunde, so auf DV und so Wesen müsst ihr nicht achten. Müsst ihr bitte nicht drauf achten, wegen der Story. Die Story schafft ihr auch so, Freunde. Ich glaube, die Message kam auf jeden Fall an. Aber ich achte trotzdem gerne auf sowas. Einfach so, weil ich es halt mir angewohnt habe, sag ich mal. Aber jetzt, angewöhnt habe, angewohnt, whatever. Jetzt hol mal Rihorn, jetzt bin ich gespannt. Come on, mate. Boah, di. Kleinschein sich ab. Oh mein Gott, ui. Was, guck mal den an, der ist als Fleckmann verkleidet. Der ist richtig drin. Der will's heute wissen, Freunde. Freund, mein Freund, wie heißt du denn? Torben. Der wird's heute wissen. Fleckmann, wer hätte's gedacht? Schiller. Ah, ich glaube mit Schiller können. Aha. Wollte gerade sagen, ich glaube mit Schiller können wir gut reden, weil es viele Gestein-Pokémon gibt, aber gegen wilde Pokémon können wir ja nicht kämpfen. The dreams are gone. Egal, passt schon. Genug Schiller, komm zurück, mein Freund. Biese. Au! Heuler. Bringt nichts. Ah doch, Rankenhieb ist physisch. Wir haben nur Rankenhieb bis jetzt, ne? Nicht mal Rasierblatt hat unser Leibiser Knoss. Willst du mal Rasierblatt erlernen, bitte? Oder haben wir das irgendwie verpasst? Ich glaube nicht. Aber die Rückhandschelle sitzt auf jeden Fall. Oh je, das ist... Schon Double Debuff. Keiner weiß. Zweimal gesenkt. Bis zu 6 Mal kann man einen Wert senken. Ander einen Schatz. Bam. Oh man, ihr merkt schon, ne? Oh. Okay. Egal, wie sagt Klaus, bleibt dran. Warte, wir machen es ein bisschen sneaky. Wir heben es mal an ihn hoch mit Egelsam. Oh mein Gott. Gib mir da. Gib mir. Heal mich. Ja, wir machen es mal so. Wir machen es, let's go. Und dann kriegst du noch einen schönen Giftpuder. This is the Debuff, Bisaknoss. So Damage over time. Slip Damage. Ja, ein Blazing. Slip Damage, Bisaknoss. Na, Giftpuder muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir klatschen mal weiter. Ah, ich hätte eigentlich auch. Ah, ne, Ratten, passt schon, passt schon. Passt schon. Ich hatte da Bodycheck gesehen, aber ist auch physisch. Gib mir dein Heal, come on, man. Oh ja, geil. Geil. Dieser Knopf sieht richtig geil aus, Freunde. Dieser Knopf. Ich glaube, ich habe euch eine Frage gestellt letztes Mal. Nee, ich war im Stream. Dieser Knopf, Freunde. Welchem realen Wesen ist dieser Knopf angelehnt? Welchem realen Wesen, Freunde? Ja, Glumanda, wisst ihr, Echse und so, Glurak Drache, whatever, oder Glumanda Echse, Shigi Kröte, aber Bisasam. Freunde, Bisasam. Welchem realen Wesen ist Bisasam? Das ist die heutige Frage für euch. Okay, war da oben irgendwas? Macholo, Junge! Macholo, Junge! Oh! Ihr merkt es halt, ihr merkt es legit, Nintendo, sie haben was verbockt. Von unten nach oben geht's einfach einfacher. Oder es sei denn, es sei denn, 2018 wird von Pokémon so von unten nach oben so swag like. Hier, zack, komm mal her, zack. Okay, dann ist was Neues, dann ist was Neues. Da muss ich davon auch nicht Bescheid. Glutexo. 36 entwickeln wir uns, Freunde. Glutexo und Schillock. War da oben irgendwas? Yeah. Sprühlose Schutz. GG. Oh! Zubat. GG. Au. Grion, wie geht's dir? Oh, hey, es fühlt sich wie zu Hause. You don't say, süß. Geil. Aber oh, wenn er zu Rizeros wird, ist es total eskert. Oh, der ist groß. Den fangen wir mal. Gibt viel, also kleine und große Pokémon geben Experience. Mehr Experience. Das habt ihr mich auf jeden Fall wissen lassen. Warte, eigentlich. Boah, guck mal, wir können eigentlich auch mit Pokébälle werfen. Ah, langsam, Junge.
Oder ich... Ja, Alter. Lifehack, Freunde. Vielen Dank. Lifehack. Ganz ehrlich, Lifehack. Von unten nach oben werfen. GG. G zum G. Geil, geil. Ohne Spaß. Oh mein Gott. Zum Beispiel der Part mit Pantimos. Direkt Timos. Oh mein Gott. Was war das für ein Part mit dem Fang? Den links und rechts hat... Geo, geil! Nice! Okay, der wird's wissen, ich wusste es. Fast hat es geklappt, ja, come on, man. Oh my god! Hey, my god! GG. Oh, the perfect timing! The perfect timing! Results into a catch. The perfect timing results into a catch. It is. Throw the Pokeball wisely, my friends. Is it? It's the timing. It is the timing. To throw the Pokeball and to catch the Pokemon. Easy. That's easy. So, ein Gearbox reicht mir. Oh mein Gott, die sind überall. Können über den Platz machen, ich bin zu fett, dankeschön. Und da ist wieder der Pokémon. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Okay, nice. Zeig mal her. Pokémaniac. Ah, das hier sind die Pokémaniacs. René! René Adler. Oh, was? Kangama. Ah, ich wollte gerade Kangama fangen. Keine was. Okay, sieht aus, let's go. Level 23. Das Kangama ist schneller als mein Shillok. Ah, ist der Mogelieb. Oder was war das? Ich, nee, es muss an der Attacke gelegen. Es. Nein, der ist echt schneller. Aber ich habe nicht gesehen, was für eine Attacke das war. Es war kein Mogelieb. Mogelieb sah anders aus. Der ist schneller. Krass, schneller als mein Shillok. Au! Der will einfach nicht brennen. Bitte brennen Sie. Bis. Bitte. Oh Lord. Na, 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 na. Komm hinten. Eins. Zwei. Oh, mach langsam, ey. Zwei reichen auf jeden Fall. Okay. Kangama, wie geil. Oh, wie süß, guck mal. Kangama ist echt interessantes Pokémon. Als Kangama zum ersten Mal sah ich, aber das war damals in der Safari-Zone. Ich habe den davor nie gesehen, glaube ich. Ist halt geil. Oder der Lifehack, als man Tratini im Pokémon in der Safari-Zone gefangen hat. Ferion, alles in Ordnung? Believer. Believe it! Freunde, erst Naruto-Intro. Wer kam drauf? If you believe it. You give me somebody. Give me somebody. If you believe it. Naruto. Naruto. Dann dieser Part. Believe it! Wie der eskaliert ist, der das gesungen hat. Es war geil. Es war ein richtiger Ohrwurm. Aber was hat ein Song? Einfach Ninja Rap auf Naruto. Erste Season. So, keiner weiß. Ich fand's aber geil. Ich fand's aber auf jeden Fall geil. Let's go, Schiller. Komm jetzt hier. Okay, nice. Oh, BD. Was, lachst du mich aus oder was? Wie heißt du? Komm, sag mir deinen Namen. Sag mir! Toku! Komm jetzt her. Oh, Onix. Geil. Damals, als eingeführt wurde, dass man, also je nach Pokémon, mit dem man das Pokémon gefangen hat, dass man es auch im Kampf sieht. Wisst ihr, ich habe immer für jedes Pokémon einen Pokéball gehabt. So Luxusball, kennt ihr den Luxusball noch? Ein schwarzer Pokéball, der habe ich so für die Luxus-Pokémon aufgehoben. So richtig geile, nette Pokémon. Zum Beispiel mein Maxax habe ich damals einen Luxusball. Ich wollte ihn unbedingt mit Luxusball fangen, weil ich fand mit Luxusball sehr übertrieben geil aus. Genau. Einfach so auf sowas geachtet, so sag ich mal früher. Pide.
Okay. Das sieht so geil aus, gell? Überleg mal, Felstunnel damals und jetzt, wie es jetzt aussieht. Gegen dich kämpfe ich auch noch. Ey. Okay, nice. Und ja, gegen den kämpfe ich auch noch gleich. Den habe ich nicht vergessen, aber wir gehen erstmal hier zu dem. Genau. Ralf, bist du's? Ralf! Oder habe ich verwechselt? Ah, Hugo, du bist es. Hugo, sorry. Fast. Kleinstein. Oder zwei Kleinstein, ein Gerok. Ich glaube, der war das, der Gerok hatte, als ich den Mondberg verwechselt hatte. Es war in diesem Berg hier. Oder Tunnel, whatever. Zack, raus, aber schnell. Nicht in meiner Hut, mein Freund. Oh, nix. Ah, wie nett der lacht. Au. Oh, einfach hochgeschossen, korrekt? Aber ist gut, dass ich anpasse. Normalerweise jetzt einfach geradeaus durchgeschossen, ne? Freunde, was mich immer aufgeregt hat, war... Ja, der hat sich gerockt, okay. Was mich immer aufgeregt hat, war... Totok, der macht seine Hydropumpe einfach nicht aus seinen Pumpen, oder ja, Pumpen, wenn man die Pumpen nennt, sondern aus seinem Mouth, so wie Schillock. Das hat mich immer aufgeregt. Toto kannte man eben dafür. Zock, zock, BOOM! Und dann einfach eine Hydropumpe raus. Das war richtig geil. Also in den Spielen jetzt zumindest. Mal gucken, ob sie das geändert haben. Ich glaube aber nicht. Wenn ja, oh, Life Change. Quality Updates. Daichi! Daichi, Koizuka, ha? Ore wa? Osuru des! Oh, Mankey. Okay, cool. Karateschlag. What? Ist mein Schillock so langsam, oder was? Ich meine, Schillock hat an sich, glaube ich, keine hohen... Ja, okay, Mankey sollte, glaube ich, höhere Initiative an sich haben als ein Schillock. Vorsicht ausgedrückt, glaube ich. Oh, was geht denn? The Eye of the Tiger. Silberblick. Sollte das gewesen sein. Okay. Oh. Nice. Kapuzzi hatte noch. Kapuzzi! Kapuzzi! Komm her, ich putze sie auch weg, du. Kapuzzi. Kapuzzi. Quappo ist schon ein geiles Pokémon für mich. Wasserkampf. Hat schon was. Hallo. Quaxu gibt's ja auch, ne? Kennt ihr Quaxu? Komm, gib mal eine Rückhandschelle. Oh, das hat der wehgetan, du. Bam. Wir brauchen auf jeden Fall stärkere Pflanzenattacke für unsere Bisa-Knoss. Wenn du mal Rasierblatt erlernen möchtest, wäre es echt nicht schlecht. Ey, wir haben halt echt kein Rasierblatt bis jetzt erlernt. Keiner weiß. Erfolgreich war das. There's the door. Nice. Du Texo. Drachenwut. Zieht 40 KP ab. Nice, so her damit. Bin auf jeden Fall wütend. Nice, nehmen wir auf jeden Fall mit. 40 Kraftpunkte wird immer abgezogen. Schillock auch 26. Lernst du auch was, Schillock? Nö. Heute, Ede. Daichi, ja, ja, ja. Was ist jetzt los? So, da steht. Wie Onix einfach so aufpoppt. Guck mal, wie groß, bitte. Wie geil ist es gemacht. Ich finde auch die Kameraperspektive gut ausgewählt. Tja, Jano. Fukano, oh, das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt leid, Jano. Dies tut mir jetzt wirklich leid. Fischer Siedewasser. So. Zack, raus, aber schnell, mein Freund. Zack, raus, aber schnell, das sage ich dir. Ja, ja, schau nicht so verwundert. Onix, Arevashi. Onix. Hallo. Könnte sein.
Oder war das? Ich hab's gerade mit zwei Kleinschein ein Gehrock. Irgendwie hab ich so im Kopf, dass jemand hatte. Oder ein Kleinschein ein Gehrock, keine Ahnung. Naja, whatever. Der davor hat ein Gehrock, das reicht mir. Onyx. Wow. Reicht mir Aquakleiner für dich. 23. Oh Leute. Okay, gut gemacht, aber auf jeden Fall. Gut gemacht. Props. Sandama, Sandama! Wie sieht Sandama aus? Alola vom Sandama, sollte es ja auch geben. Der ist lit. Der ist richtig geil. Alola vom Sandama, hoffentlich finden wir noch einen. Katsuya. Au! Au! Sandama, er lernt relativ früh Erdbeben, glaube ich. So habe ich es in Erinnerung. Das ist wirklich ein gutes Pokémon. Boden-Pokémon, so für den Anfang. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich finde an sich Sandama sieht übertrieben cool aus. Ich fand Sandama schon immer cool. Er hat was, finde ich. Oder es hat was, whatever. Ja, jetzt. Raus mit dir, komm. Oh, Rion ist so nett. Oh, nix. Oh, Golbat! Oh, Golbat. Oh, nee. Willst du Golbat? Bleibst erstmal, wo du bist, bitte. Könntest du dir eine Beere, kriegst die Gains. Dann kriegst du auch noch einen Superball von mir gegen Gen deine Fresse geflogen. Und dann, it is the timing, my friends. And it's now. Schau besser. Schau besser. Guck mal, Golbat, Superball. Passt auch für dich, blaue Farbe. Ja, leicht rot. Genau, siehst du, da fühlt er sich wohl. Da fühlt er sich wohl, unser Golbat. Nice. Bisa. Korrekt, korrekt. Nice. Sehr schön. Da scheint was aufgepoppt auf meinem PC. Leute, Alter, bitte. Wir trinken gerade. Bide? Hey, was ist los? Schnüfft am Boden, ist hier irgendwas? Rion? Rion, was willst du mir sagen? The hidden message? I guess not. Gegen Nervi kämpft, oder? Nope. Von wo kam? Wir kamen von unten, oder? Roland! Marboy Roland mit seinem Macholo. Aggressiv. Was ist hier los, Schlag? Alala. Seed Wasser. Ich brenne, ich brenne. Ich brenne. Au. Ja, brenn mal weiter, mein Freund. Brenn mal weiter. Ich zieh ab. Brenn du schön weiter, ich zieh ab. Ich hab keinen Bock mehr auf sowas. Brenn einfach weiter, ich zieh ab. Ja, Durchbruch. Vielleicht triffst du morgen damit. Schön war's, Macholo. Au. The Tactics. Rihorn, ole. Ah, Rizeros ist auch richtig geil. Rizeros finde ich auch richtig geil, oder? Rizeros. Blau. Ja, ich bin der Boss. Okay, nice. GG. Also, wo sind wir gekommen? Wir sind noch von da unten gekommen. Ja, wir sind von hier gekommen, okay. Oh, ach so, lala. Okay, jetzt hab ich kurz wieder die Orientierung verloren, BD. Danke. Hey. Oh, noch ein Golbat. Jo, was geht ab? Ja, ich erstelle ein Pokédex. Oh, Pokédex müsst ihr auch auf jeden Fall vervollständigen, Freunde. Auf jeden Fall. Clemens! Aber das ist auch eine Sache so im Stream dann auf jeden Fall. Bisa Knosp! Bide! Ihr wusst, dass ich mit Schillock anfange.
den Schlüttext so in deine Fräse. Einwechseln, komm. Komm zurück! Pokémon Trainer! Streng dich an! So, bei der Wii war das so. Wenn du den willst, so richtig geile Stimme, richtig geil announced. Boah, ich dachte gerade, warte mal. Der hat auch noch gar keine schöne Feuerattacke. Mach so, klickst drauf, Pokémon Trainer und dann Pokémon Trainer Stimme. Streng dich an! Keiner weiß. Bis Schillock versucht bis zu erlernen. Kann man machen, kann man machen. Machen wir ein paar Schutzwerk. Let's go. War's schon. Howling Abyss. So ein Nigel. Oh lol, wie der aussieht. Hyperheiler, nice. Alles mitnehmen. Au. Was geht ab? Lady! She said that. Oh, wie groß ist der Kleinschein ist. Guck mal. Links, habt ihr es gesehen? Lady! What you want from me? What's your name, Claudia? Oh, deine Pose ist so nice. Vulpix! Ah, Vulpix aber editionsspezifisch. Gibt es in Pikachu nicht. Sollte es in die Wolle geben. Wenn ich es noch in richtig in Erinnerung habe. Bidi, wenn ich reden könnte. Oh, was? Ja, siehst du, du sagst so, Vulpix hat schon Flammenwurf. Was ist mit dir? Blau. Bidi. Ich schau mal, was super dran, komm. Eiweißshake, let's go, rein damit. Aua. Oh, lol. Wir wollen kämpfen. Kämpfen wollen wir. Aquaknack. Einen Sieder, was haben wir noch? Vulpix. Okay. Vulpix süß. Vulpix ist geiles Pokémon. Kadabra. Abra, Kadabra, Simsala, oh ja, wie man auf die Namen wohl kam. Fun Fact, Fun Fact, Fun Fact, hör zu. Kennt ihr Uri Geller? Kennt ihr Uri Geller? Kennt ihr sicherlich, vielleicht, wenn nicht, googelt. Uri Geller hat sich beschwert, dass Kadabra ihm zu sehr ähnelt. Daraufhin hat dann Nintendo of America oder Pokémon Company in den Pokémon Trading Card Games ab einer bestimmten Serie gab es dann keine Kadabra mehr als Karte. Eine Kadabra-Karte hat ihm nämlich sehr geähnelt, oder nicht nur geähnelt, sondern auch Uri Gellers Standard-Move, einen Löffel zu verbiegen. Da hat er sich beschwert, dass es quasi die Idee von ihm geklaut hätten. Uri Geller. Uri Geller, schau doch an dich, wie kann man nur so frech sein? Ja, wie kann man nur so frech sein, Uri Geller? Ich habe nie drauf geachtet, aber ab einer bestimmten Serie, wurden keine Pokémon-TCG-Karten mehr von einem Kadabra entwickelt oder gedruckt oder whatever, erstellt. Uri Geller, my friends. Farid, stop it! Stop it, Uri Geller! Wie kann man nur so... Also, legit. Dass man dem dann auch noch entgegenkommen muss und dann Kadabra quasi rausnimmt. Uri Müller. Also, nicht Nachname Müller, sondern Müll. Müll. R. Ja. Uri Dreck. Jetzt mach's dir nach, Diktar, komm. Mach Schaufler, komm. Jetzt haben wir dich. Runter mit dir. Und jetzt, Diktar, wen triffst du? Bide? Bide? Bam! Raus mit dir. Alola Form Diktar. Zu geil. Kennt ihr Alola Form Diktar? Zu geil. Flamara. Sollte schneller sein, Flamara. Oh, hier ruckt sie. Schillock. Wir sehen uns. Flamara, guck mal, wie geil Flamara aussieht. Au! Du, 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 du.
Oh, Rücksicht. Ciao. Bam. Lol. Ich hätte es überlebt, okay. Drachenmut, mal gucken, sind das 40 Kraftpunkte? Könnte hinhauen, weil wir haben 31 jetzt in dem Status. Yeah, nice. Weißt du? Nice, Level 27. Kratz ist an deinem Stolz. Ass-Trainer. Ass-Trainer. Genau das. Hat er auch noch irgendwas? Oh, hatte ich doch voll Angst. Ich hab grad nicht gesehen, wer was oder wer das war. Ah, es geht wahrscheinlich hier hoch, oder? Oben links sollte es weitergehen, genau. Aber haben wir hier irgendwas verpasst? Wie haben wir gekämpft? Ah, komm. Oh mein Gott. Geht weg. Wie groß Golbat ist. Bitte? Oh, Platz. Super Trank. Super Trank it is. Hallo. Oh, oh, nein! Nein, Dragosso! Ey, lass mich zu Dragosso, bitte, 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 Dragosso. Oh mein Gott, Dragosso braucht einfach nur Liebe, bitte. Dragosso, Freunde. Dragosso ist die Repräsentation von Geheule nachts. Freunde, wirklich, Dragosso. Oh mein Gott, es ist, kennt ihr die, also wisst ihr Dragossos Story oder Pokédex-Eintrag oder irgendeines davon zumindest. Dragosso trägt den Schädel seiner verstorbenen Mutter. Also den Knochenschädel der verstorbenen Mutter trägt Dragosso. Dragossos tragen den verstorbenen Schädel der Mutter und wenn mich alles täuscht, dann sterben quasi auch die Mütter nach der Geburt von Dragosso. Ich weiß nicht, ob ich das gerade erfunden habe oder ob ich das irgendwo mal gelesen habe durch den Pokédex-Eintrag oder so. Aber mit dem Schädel stimmt das auf jeden Fall. Wie traurig ist das, Freunde? Wie traurig ist das? Deswegen müssen wir ihn auf jeden Fall ein bisschen Liebe geben. Dragosso, nein. Dragosso, bitte, 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 bitte. Dragosso. Oh, Schwarzkopf, zieh Leine, Mann! Ich will zu Dragosso. Dragosso. Boah. Kennt ihr die erste Karte von Dragosso, wo es dunkel ist, Vollmond, glaube ich, war es, oder Mond an sich im Hintergrund, und er schaut so nach oben weinend. Junge, geheule nachts, bitte, geheule nachts. Ah, genau das, Freunde. Wenn Mütter nachts heulen, dann wisst ihr warum. Dann ist nämlich ein Dragosso zur Welt gekommen und ein Knogger verstorben, Freunde. Genau dann heulen Mütter nachts. Alala. Oh, jetzt geh mal weg, komm. Dragosso. Ja, danke, ciao. Guck mal, Dragosso. Oh. Dragosso einfach kurz umgerannt. Dragosso, komm, komm, alles gut, alles gut. Alles gut, Dragosso. Auch noch ein weibliches, oh süß. Alles gut, Dragosso, komm. Komm, krieg schon eine Beere zuerst. Ah! Achso, das war die Beere, ja. Weil ich will auf jeden Fall mit dem Prämie bald fangen. Und den werde ich auf jeden Fall nicht verschicken. Dragosso, alles gut. Alles gut, Dragosso. Alles gut. Oh, süß, süß, süß. Okay, Dragosso. Ich tue dir nichts Böses. Komm, 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 komm. Kriegst noch ein Beere, komm. Dragosso, komm nach Hause. Oh, du süßes Ding. Komm, Dragosso. Nein, Dragosso, nein, 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 Dragosso, nein, nein. Nein, Dragosso, bitte, nein, komm, hör auf. Komm, Dragosso, bitte.
Nein, nein, hör auf damit. Bitte komm zurück. Komm zurück. Danke. Nein! Wir haben keinen Premierball mehr. Ah, schade. Lol. Ja, aber so dann links und rechts zu werfen, ist ein bisschen eklig, um ehrlich zu sein. Sag auch so. Warum bewegen sich Pokémon nach links und rechts? Nein, bitte, nein! Es fängt. Nein! Lass mich doch meine Pokémon einfach ohne dieses Motion Control fangen, Mann! Ey, Stragossus war eh verloren, Mann. Alleine, Muttersehen allein und jetzt haben wir einfach verkackt, Mann. Komm mal, ich muss einen verdreschen, Alter. Was da? Was willst du? Halt, Beutelkontra, hast du auch Angst, worüber? Ja, hab ich. Zisch ab, Mann. Du wisst, das ist Stragossus gewesen, was ich einfach wollte, so. Und das findest du nie wieder. Es ist nicht mehr das Stragossus, was es war. Oh Mann, echt, es kann's doch nicht sein. Ich werf nach links, ich werf nach rechts, es geht nicht. Ja. Margin Vegeta dieser Knast. Ah, lol. Ich hab. Schade, ich wollte mich selbst opfern. Es ist. Ey, Mann, ganz ehrlich, bitte, Alter. Bleib mir fair mit so einer Kacke. Ich hab Dragosso einfach nicht gefangen. So, versteht ihr? Ich hab Dragosso jetzt einfach nicht. Wenn ich eins anderes bekomme und andere fange, ist es nicht das Dragosso. In meinem Kopf wird immer bleiben. Ich werde jetzt nachts aufstehen, heulen. Dragosso. Ich weiß jetzt, irgendwo da draußen in der Pokémon-Welt läuft ein Dragosso Mutterseelen allein umher und ist einfach verwirrt und verloren. Weil ich, ihr, es war ein weibliches Dragosso, kein Zuhause geben konnte. Weil wegen diesem einfach Motion Control. Lass mich einfach A drücken und diese Pokémon fangen. Was soll diese Spielerei? Freunde, einfach 1A Beispiel. Von mir aus, okay, gibt uns wenigstens eine Option, damit wir das ohne diese Motion Control fangen können. 1A Beispiel, es ist Nacht. Ihr seid im Bett, vorm Pennen gehen. Habt ihr Lust auf eine Runde Pokémon? Ihr nehmt in Handheld Mode. Auf einmal merkt ihr, oh, ich muss das Pokémon fangen. Ihr müsst das Ding rausnehmen und nachts euer Switch so vor euch halten und das Ding fangen. Warum? 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 Gib uns einfach, lasst uns einfach die Wahl, auch dass wir das ohne das machen können. Oh. Aber ja, ich weiß, ich übertreibe gerade. das ist nur die Frust wegen Dragosso. Aber im Endeffekt ist das macht ein Teil des Spiels aus, dass man es eben so fängt. Wegen Pokémon Go quasi. Es ist ja so ein Spin-off-mäßig. Es macht ein Teil des Spiels aus. Ich weiß. Ich habe nur gerade übertrieben wegen Dragosso. Aber ja. Dragosso wird mir nicht aus dem Kopf gehen. Ich erzähl euch keinen Witz. Es wird mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Ja. Aber das ist jetzt nicht diese. Es ist jetzt nicht das Dragosso, guck mal. Es ist jetzt nicht das Dragosso. Freunde, das Dragosso von zuvor, der 307 WP. 307. 307. Das war wahrscheinlich der Rudelführer. Das war wahrscheinlich der Rudelführer aller Dragossos hier, die sich hier befinden. Oder die Rudelführerin. Oder Big Mom. Mama! Oh Mann, Dragosso, echt. Das tut mir jetzt echt weh. Es tut mir jetzt echt leid und weh. Einfach. Oh!
Es ist aber nicht das Dragosso, Freunde. Es ist nicht das Dragosso von zuvor. Wisst ihr, was ich meine? Es tut weh, es tut weh. Oh je, ich werde jetzt nachts verfolgt. Dragosso? Ich höre Geheule von Dragosso. Was? Jetzt schon Donner? Ich werde Geheule von Dragosso hören und dann aufstehen nachts. Es wird so wehtun, Freunde. Es wird so wehtun. Geh weg! Geh weg! Geh bitte weg! Danke, geh bitte weg. Und die Fangserie, die tut sich nicht resetten, nachdem ihr ein anderes Pokémon gesehen habt. Wenn ihr es seht und fliegt, dann ist alles gut. Dann habt ihr noch die Fangserie von dem letzten Pokémon. In dem Fall, wie groß? Dragosso, in dem Fall Dragosso. Mir egal, auch wenn du riesig bist. Zieh ab, Mann. Zieh ab, ganz ehrlich. Zieh ab, ganz ehrlich. Zieh einfach nur ab. Geh mal weg! Da geht's halt. Dragosso. Oh, jetzt. Ich bin so sauer, Mauzi. Ich bin so sauer. Du wirst jetzt spüren. Ich bin so sauer, my friend. Offenlegung. Ich bin so sauer. Ow. Geil. So geil. Vulpix, ich bin so sauer. Vulpix, ich bin so sauer. Hä? Hast du Dragosso? Hast du Dragosso gefroren? Ich bin so sauer jetzt, ich bin so sauer. Oh, Freunde, ich muss mich erholen wegen Dragosso. Wir machen jetzt, wir verlassen den Felsturm auf jeden Fall. Und dann, ja, machen wir Schluss für diesen Part. Wenn wir ganz kurz gucken, was hier so abgeht. Und dann sehen wir es auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Und dann geht es direkt nach Lavandia City, Freunde. Oder zum Lavandia-Turm instant rein. Aber ich muss erstmal nachts heulen, so. Wegen Dragosso. Es muss erstmal verkraften. No jokes. Weil das war schon. Das war schon traurig. Bide. Lavandia, Lavandia. Oh nein, bide. Auch wenn du riesig bist, alles sehr schön für dich. Hau ab, bitte. Gut, Freunde, wir gehen raus aus dem Felstunnel mit der Dragosso-Tragödie im Hinterkopf, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend dennoch gefallen. Ich muss erstmal erholen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.